freue mich, einen der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten begrüßen zu können. Er liegt, nee, nicht er liegt den Frauen zu Füßen, oder? Nein. Ihm liegen die Frauen zu Füßen. Er hat über 120.000 Platten und Tonträger mittlerweile verkauft. Das war ja nun gar nichts. Ich freue mich, einen der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dieter Bohlen. Hallo. Herr Bohlen, Sie sind ein Phänomen. Sie haben so viele Projekte auf einmal laufen, dass Sie sich sogar mittlerweile mit Ihren eigenen Projekten in den Charts Konkurrenz machen. Erfolg ist ja relativ. Also ich sag mal so, es gibt bestimmte Leute auf diesem Planeten, die vielleicht sogar noch erfolgreicher sind. Ich meine, mir fällt jetzt zwar niemand ein im Moment. Das passt. Ja, das passt. Welche Automarke bevorzugen Sie derzeit? Ich fahre Mercedes und Ferrari. Beides gleichzeitig? Nee, mal Ferrari und mal Mercedes. Ah ja, das hängt noch vom Wetter ab, oder? Das hängt vom Wetter ab, ja. Wenn es wenn es regnet, dann fahre ich mit einer komfortablen Limousine. Wenn die Sonne scheint, fahre ich mit dem Cabrio. Wenn ich einfach mal so irgendwie aus Spaß fahren möchte oder so, dann fahre ich Ferrari. Wird bei Ihnen im Ferrari geraucht? Nee. Sehen Sie? Und? Und sonst, die körperliche Fitness wird wie bei Ihnen gepflegt? Ich habe ja meine eigenen Pferde, ich reite sehr viel. Ansonsten mache ich eigentlich so ziemlich jede Sportart, die es gibt. Na, Herr Bohlen, Sie haben ja auch verschiedene Melodien für Fernsehsendungen komponiert. Jetzt zum Beispiel Johannes B. Kerner. Seinerzeit auch die ARD Sportschau hat ein neues Gewand von Ihnen bekommen, musikalisch. Ja, aber warum gingen dann die Fußballrechte zu Sat.1 rüber? Welche Fußballrechte? Ja, nachdem Sie die ARD-Melodie komponiert hatten. Welche ARD-Melodie? Verstehe nicht. Na, Herr Bohlen, die Fußballrechte. Sie kennen sich doch aus. Fußball wird doch gespielt beim Fernsehen. Ja, da habe ich ja nichts mehr zu tun, was Sie da machen. Ja. 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 Nee, Sie verstehen mich jetzt gar nicht. Ja, also ich meine, also du meinst, warum die Sportschau diese Rechte verloren hat. Ja, aber ich meine, gut, das hat ja nichts mit meiner Musik zu tun. Aber ich meine, also die sollen doch machen, was sie wollen. Ja, ne, ist richtig so. Kommen wir zum nächsten Zitat, und zwar aus dem Spiegel. Bohlen ist intelligent, er hat Abitur und ein abgeschlossenes Studium der Betriebswissenschaft. Bei Interviews und beim Songschreiben schaltet er den Verstand einfach aus. In dem Zusammenhang möchte ich gerne mal ein Lied Ihrer Schaffensperiode zitieren, was mir wirklich wahnsinnig gefällt. Und zwar... You're only most getting love, you know that's what's too bad. You're kissing and turning and burning. Was heißt das? Das habe ich auch mal gefragt. Aber ist auf jeden Fall was Lustiges, eine kleine nette Anekdote. Apropos Frauen. Sie planen jetzt unter der Regie von Wetten, dass Erfinder Frank Elstner eine neue Frauenshow. Sie nennt sich Bohlens Frauen. Dieter Bohlen redet mit Frauen, Frauen reden mit Dieter Bohlen und umgekehrt und manchmal auch Sie mit Frauen. Worum geht es denn in dieser Sendung eigentlich? Das wird eine Talkshow sein, da geht es um Frauen. Ja. Und da werden 7 sehr gut aussehende, selbstbewusste Single-Frauen eingeladen. Ja, und dann werde ich versuchen, diese Frauen zu vermitteln. Glücklich zu machen. Richtig. Wir kommen gerade auf die Zahl 7 Frauen, das ist eine ganz schöne Menge. Naja, aber 7, also das kommt dann mit dieser Zeit ganz gut hin. Also für jede Frau, sage ich mal, so 3-4 Minuten und so. Und dann kommt das mit dem ganzen Konzept der Sendung ganz gut hin. Und das ist so Ihr Durchschnitt, 3 Minuten? Pro Frau. Pro Frau. Sie selber springen dann also nie ein? Nein, nee, ich hatte also, wie war die Frage genau? Wer schreibt denn eigentlich die Musik? Hey, wozu? Zu der Sendung? Ja, ich bestimmt, würde ich mal sagen. Das ist auch logisch, oder? Hätte ich mir ja denken können. Du holst ja deine Brötchen auch beim Bäcker und nicht beim Schlachter, oder? Ja, aber ich bin ja kein Schlachter und auch kein Bäcker. Nee, deine Brötchen, aber deine Brötchen, die holst du dir beim Bäcker, oder? Und die Musik holt man sich natürlich bei beim Bäcker? Nee, bei Bohlen. Jetzt mit Thomas Anders wird das Duo Modern Talking wieder zu neuem Leben erweckt. Sind denn die alten Streitigkeiten wirklich
aus dem Weg geräumt. Total, ja. Also mit den Jahren kommt man sich ja dann auch wirklich ein bisschen näher, man versteht sich besser. Ja, leider, das Problem ist, dass wir uns leider nie sehr nahe gekommen sind. Also deshalb sind wir haben er hat geschwiegen und ich konnte quasi nie mit ihm jetzt irgendwie in Kontakt treten, um, sag mal, Probleme aus der Welt zu räumen. Und Thomas hat sich damals einfach oft verweigert. Also hat einfach gesagt, Mensch, ich habe keine Lust. Aber Sie fassen sich doch auch mittlerweile an. Wie bitte? Sie sind ja schon nicht. Ja, natürlich. Ja. Ganz normal. Aber ist denn jetzt daraus mehr geworden, als es früher war? Als ich Thomas kennengelernt habe, waren wir richtig dicke Freunde. Dann kam ja leider diese Frau dazwischen. Und jetzt quasi hat er eine Freundin und ich habe eine Freundin, aber die stören uns eben nicht. Ne? Die stören uns dann nicht. Ein glückliches Paar. Genau, ein Freund, ein guter Freund, das kennst du doch, oder kennst du das nicht? Ja. Also kann man da vielleicht sogar von Liebe sprechen, jetzt noch sowas? Thomas ist natürlich ein schöner Mann, das stimmt. Vielleicht wollen Sie auch noch einen anderen Mann mal lieben. Ja, ich ihn einmal besorgen. Wie bitte? Kurz, ich habe einen Mann für Sie besorgt, den Sie vielleicht ganz doll mal drücken können. Fritz Egner. Da ist er. Hallo, Dieter. Ich wusste, dass er das musste. Da kennst du die Sendung, das ist, Kamera? Das musste das. Ja. Ich weiß nicht, ob er so nett zu mir gewesen wäre. Er ist leider heute Abend nicht da. Naja, das Bild tut's auch. Das Bild tut's auch, meinst du, ja? Hängst du es dir auf? Ich hänge ihn auf. Du hängst ihn auf, gut, ja. Wäre dir jemand anderer lieber? Ich meine, wen würdest du denn gerne mal interviewen? Irgendein Schauspieler, so Kevin Costner oder... Gut, das ist in Ordnung. Der ist so in meinem Alter, da passt es ja. Ja, ich weiß, aber er hat sich ganz gut gehalten. Karin, bitte in den Keller mit diesem Bild.